Lumpengling. Oh, wir spielen jetzt Lumpfigarten. Lumpini. Lumpfini. Lumpfini. Lumpini. Lumpingarten. Gibt's auch die Bahn. Die Bahn? Ja, siehst du es nicht im Loading-Screen? Ja, ja, doch. Ja. Ich glaube, okay. Die agiert so wie in Golmut-Bahn. Ah, interesting. Glaube ich. Ja, dann müssen wir ja doch cutten, wa? Das haben wir ja schon dann jetzt in dem Fall. Kann immer noch nicht bei dir ins Team, ey. So. Ich renne los. Erinnert mich auf den ersten Blick erstmal an Shanghai. Ja, hier ist die Bahn bei mir, da gehe ich mal hoch. Bahnhaltestelle. Kann man die gesamte Strecke hier langlaufen? Also die gesamte Map, oder? Das weiß ich nicht. Ich sehe noch nicht mal eine Bahn gerade. Ich sehe bis jetzt nur kalte Gebäude, merkwürdig schimmerndes Glas. Ich muss sagen, die Bahnhaltestelle sieht... Oh, hier, Zug! Metro-like. Aber den kann man, glaube ich, nicht fahren. Ne, es wäre cool, wenn man dann den bewegen könnte. Okay, man kann auf jeden Fall auf den Bahngleisen entlang. Frage ist halt nur, wie weit geht das? Boah, hier der Garten sieht ja geil aus. Wow, I like this. Also Sniper haben hier auf jeden Fall hier einen richtigen Spaß. Wow. Hier da alle rauskommt, ey. Wow. Von dem Garten. What the shit? Ah, shit. Das war richtig. Tod. Also das ist definitiv ein schönes Sniper-Map. Hier werden Sniper ihren Spaß haben. Alter, also vor allem hat man hier im Zug oben echt übelste Deckung. Oh shit. Da hat mich eine Diegel erwischt. Da muss ich erstmal wieder verschwinden. Also man hat hier extrem gute Chancen. Kommt drauf an, in welchem Team man ist. Das ist ja echt heavy hier, Alter. Ohne Scheiße. Ich glaube, irgendwas explodieren hören. Irgendwas ist da sehr weit in die Luft gesprungen. Explodiert. Also okay, die Bahnstrecke hört. Soll ich mal Evolution auslösen? Ja, mach mal. Boah, scheiße, Alter. Warte! Oh, hoffentlich sterbe ich jetzt nicht dabei. Habe ich es gezündet? Das keine Ahnung. Warum geht das nicht hoch? Ich habe nichts gesehen. Fehlzündung! Oh ja, oh! Das war die Bahngleise. Oh, ich habe jemanden aus meinem Team gekillt, glaube ich. What the? Ich habe die Bahnstrecke hier wegpulverisiert. Hier ist eine Baustelle. Mein Gott, das ist eine Sniper-Paradise-Map, ey. Oh mein Gott! Da war eine unsichtbare Wand. Aber man kann sich über die Bahnstrecke schön entlang schleichen. Das finde ich sehr gut. Alter, Mann, Alter. Ey, ich komm nirgends weiter hier. Immer bin ich immer in der Unterdrückung. Oh shit, oh shit! Kamen sie im scheiß Tunnel angeschwommen, die Bastarde. Ey, das ist ja echt mies, die Map, Mann. Oh. Ich renne hier um wie so ein aufgescheuchtes Huhn, ey, ohne Scheiß. Da hat sich mein Spiel gerade minimiert. Oh, ich komm. Oh. What the? Gegnerische Verbindung wurde unterbrochen. Ich lauf hier einfach durch, Geronimo. Geronimo. Oh, ja, okay, war jetzt nicht mehr so super, als ich nach links gesehen hatte. Da waren auf einmal meine ganzen Leute auch durch. Oh nein, oh nein, oh nein. Call of Duty. Oh, ich bin sowas von tot. Ah, shit, mein Call of Duty hat mir wieder nichts gebracht. Na, Problem ist, da schreibt's auch schon einer. Die Map ist sehr gut für Spawn-Campen, ne? Ja, definitiv. Oh, das erinnert hier an Shanghai, dieses Gebäude, was ich hier gefunden habe. Oh, ja, Munition leer, was soll ich machen? Was, Dragon Dart? Unsere Luftaufklärung meldet drei verbundene Ziele in eurem Sektor. Fantastische Leistung. Ja, Dragon Dart, okay. Doppelpack. Ich spawn wieder in der Base und gehe über die Bahnstrecke hoch. Mal gucken, was ich da reißen. Obwohl ich mir mal den Garten anschaue, ich renne jetzt also außen lang. Man muss aber schon sagen, so einzelne Teile der Map hier kommen einem irgendwie doch schon bekannt vor. Ja, ist ja klar, die werden bei manchen Dingen einfach Copy-Paste machen. Ja, habe ich auch schon einige Gebäude gesehen. Oh nein, 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 oh Mann. Ich habe zum Beispiel gerade auch E aus der Shanghai-Map gesehen, also da hinten E, der komplett Punkt E. Komplett E oder was? Auf Shanghai E. Ah, ja, da ist ein Gebäude, also das Gebäude, was da eigentlich ist, das ist auch hier. Das mit den Gläsern und so ein Scheiß. So, jetzt gucke ich mich auch mal hier oben um. Ja, oh. Hier ist... Also der Garten sieht echt schön aus. Und Regen... Oh, hier kann ich spazieren gehen, so mit Drago, Hand in Hand, am See entlang, was? Auf der Map regnet's, das ist wahrscheinlich die Levolution. Ne, die Levolution müsste eigentlich das sein, dass die ganzen Dinger da oben runterfliegen. Ja. Ah, dann hier ist eine Toilette. Eine Toilette?
ja, passend Drago. Für Drago eingerichtet. Ja, das ist voll gut. Guck mal, die haben hier einen öffentlichen Garten, hier ist eine öffentliche Toilette. Super geil. Und was haben wir hier in Deutschland? Scheiße. Wenn man kacken oder pissen muss. Muss auch noch Geld dafür bezahlen. Ja. Oh nein! Wieso schmeiß ich denn jetzt eine Granate da runter, ich Trottel? Oh, natürlich ein Sniper. Woo! Wir müssen irgendwie die Levolution auslösen, Mann. Ich glaube, zwei haben sich schon ausgelöst. Ich weiß nicht. Ja, ich meine die große, you know. Okay, Hilfe. Ich weiß ja nicht, ob es noch eine große gibt. Okay, der ist schon tot. Der ist tot. Nein, Rico, komm her. Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich suche gerade die Levolution, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo die sein könnte. Vielleicht hätten wir uns ein bisschen schlau machen sollen. Oh, da ist jemand auf dem Dach. Oh, also Dachcamping wird hier auch sehr gut betrieben. Also es ist, na, soll man erwarten. Obwohl, das hier würde ich nicht mal als Close Quarters einstufen, richtig. Ja, ne, das hat viel Long Range. Muss man vielleicht diese Dinge hier kaputt machen erst? Irgendwie so, die, da wo das Wasser rauskommt? Aber ich sehe hier keine Auslöser oder so. Weiß nicht, welches Wasser? Es gibt hinten so bei dem bei einer Bahnstation die Möglichkeit, Wasser abzulassen. Und ich oh, das will ich mal probieren. Ich komme mal zur Bahnstation hin. Ja, nee, da, das, da würde ich jetzt an deiner Stelle nicht hingehen. Doch. It's very, very full of my people. It's not schlimm. Die ganzen Symbole auf der Map blocken echt die Sicht hier bei Dragon's Teeth, ey. Okay, der hat mich, bevor er um die Ecke kam, schon getötet. Auch nicht schlecht. Okay. Gut, ich spawn einfach bei A. Da ist ja die Bahnhaltestelle. Oh, ja. Ziemlich voll hier. Werfe ich schon mein Medikit hinterher? Nein, mich hat's erwischt. Ach, da warst du das hier, der hier? Was? Ja. Unten an der Bahnhaltestelle? Ja, ja, das war ich, ja. Ja. Könntest du mir ja wenigstens mal einen, so einen letzten Blowjob geben? Ja, nee. So, weiß denn nicht hier irgendwer, wenn man die Levolution auslöst? Wo ist denn hier Wasser? Am Ende der Bahnhaltestelle? Nein, hinten in der Ecke. Was? Ach shit. Hinten da an der Wand, an dem Rand der Map, da ist Wasser. Rand aber, der Map. Aber ich weiß nicht, ob man da irgendwas auslösen kann, Bro. Bei welcher Flagge? Von dir aus rechts gesehen. Mir aus rechts gesehen. Glaube ich, wenn da irgendwo deine Base ist. Ach da! Hm. Ich glaube eher nicht, das sieht nicht so aus. Jedenfalls nicht so aus. Durchs Loch. Theoretisch kann ich. Ah, Mann! Ja, ich habe keinen RPG dabei, also ich kann es nicht ausprobieren, aber. Naja, hier gibt es mehrere solche Wasserläufe, also ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ich so weiß ja nicht, was die Explosion. Was jemand in den Videos sieht, auslöst. Oh mein Gott, ey, ich werde schon wieder durchlöchert, ey. Oh, von shit, allen Seiten. Ist das hier eine Bukake? Wow. Oh, Runde vorbei. Okay. Ja, da können wir noch, noch eine Runde spielen auf der Map. Ah, ne, wird wahrscheinlich wieder wechseln. Ja. Also, ich glaube, die einzige Levolution ist halt hier auf der Zug. Nein, Zugbrücke. Nein, nein, das glaube ich nicht. Das glaub ich ja, wieso nicht? Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Mal gucken. Ja, Theo, da. Ich könnte schnell googeln. Ja, dann musst du ja deine Aufnahme beenden. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, dann hau rein. Jo. Dann editieren wir die noch ans Ende mit ran oder so. Von jeder Map. Dragon's Teeth Levolution. Oh yeah. Bald bin ich Level 100, aber mit den wenigen Punkten, also punktemäßig ist das hier echt eine schlechte Karte, glaube ich. Ja, gut, punktemäßig man, sind die nicht so toll. Ja, wahrscheinlich, wenn man ohne Dings spielt, ja. Gut, während wir mal die Levolutions raussuchen, cutten wir jetzt einfach mal und dann gucken wir uns noch die letzte Map Versunkener Drache an. Wir sehen uns gleich wieder!